In diesem Videoguide zeige ich euch eine leicht nachspielbare Taktik, damit auch ihr den Spitzenreiter-Strike-Prüfungsgelände verlässlich bewältigt. Let's go! Wir beginnen dazu wie immer mit unseren Loadout und den Modifikatoren und die spielen in diesem Strike eine besonders wichtige Rolle. Wir haben erhöhte Granatenwürfe, schützt euch also gegen Einschlagschaden und wir haben unaufhaltsame und Barriere-Champions, also keine Überladung. Zusätzlich haben wir erhöhten Explosions- und Rückschlagschaden. Das heißt, Explosionen sind extrem tödlich. Ihr könnt euch hier am besten schützen, indem ihr die Stoßdämpfermodifikation in den Brustschutz reinsetzt. Jeder von euch sollte ein Automatikgewehr dabei haben, damit er die Barriere der Antibarriere-Champions verlässlich poppen kann. Und zudem brauchen wir die Automatikgewehre auch beim Bosskampf später, um die Flammenkugeln zu zerstören. Zusätzlich haben wir wie immer Nadelöhr für erhöhten Boss-Damage und auch vor allem um die ganzen Champions und Minibosse aus der Distanz verlässlich töten zu können. Zu guter Letzt kommt noch das Highlight und das ist Telesto. Telesto ist in diesem Strike wirklich eine Wunderwaffe. Wenn ihr sie habt, nehmt sie mit, vertraut darauf. Sie hat eine super Distanz, hat super Damage und macht vor allem verlässlich guten Damage gegen die Champions. Allein mit Telesto konnten wir unseren Run von mittelmäßig zu sehr gut verbessern. Solltet ihr die Telesto nicht haben, empfehle ich euch ein anderes normales Fusionsgewehr, da es euch vor allem im Bosskampf hilft, da hier viele Adds, Feuerkugeln und Champions gleichzeitig kommen und die mit Fusionsgewehren am schnellsten und verlässlichsten zum Erledigen sind. Bei den Supers setzen wir hier auf Überlebensfähigkeiten, sprich wir nehmen den Brunnen als Warlock, die Titan Bubble und die Unsichtbarkeit beim Jäger. Lasst uns also direkt in den Strike einsteigen. Dieser startet draußen, das ist sozusagen Teil 1 von 4. Hier erledigt ihr aus der Distanz die Gegner wie gewohnt und steigt danach diesen Vorsprung hinauf zu eurer Linken. Von dort aus habt ihr einen super Schutz, die Gegner können euch hier nicht treffen, wenn ihr in Deckung geht und sie kommen auch nicht zu euch hoch. Von hier aus kümmert ihr euch um die Geschütze und die Adds und natürlich auch die Champions. Lasst euch hier gerne wenig Zeit, damit ihr hier keine Wiederbelebungen verschwendet. Danach schießt ihr den Boss bis zur Hälfte seines Lebens und dieser wird immun werden und in einer orangen Blase sich verstecken. Wenn diese orange Blase erscheint, kommen nochmal ein paar kleine Adds ohne Champions, die erledigt ihr zuerst in Ruhe und danach nähert ihr euch vorsichtig der orangen Blase, denn der Boss kann aus der Blase heraus euch treffen, er schießt auch immer wieder normale Schüsse und Raketen auf euch. In der Blase ist dieser Generator und diesen Generator müsst ihr zerstören, damit es weitergeht. Schaut immer darauf, dass der Boss sich auf einen von euch fokussiert. Und dann müsst ihr schnell hinein ein paar Schüsse landen und wieder raus. Nachdem das Schild zerbrochen ist, geht ihr in Deckung und gebt dem Gegner den Rest. Es kommen hier keine kleinen neuen Gegner und schon solltet ihr den ersten der vier Teile in diesem Strike erfolgreich abgeschlossen haben. Nach einem kurzen Weg folgt dann der berühmt-berüchtigte zweite Teil dieses Strikes und zwar der Panzerraum. Hier habe ich eine tolle Taktik für euch, damit auch ihr diesen Raum verlässlich schaffen könnt. Zuerst bleibt ihr hier oben und kümmert euch um die ersten Gegner, die ihr von dort abschießen könnt und vor allem auch um die zwei Abfängerpiloten, das sind die auf diesen schwebenden Minischiffen, die euch beschießen können. Diese sind ein bisschen gut versteckt, ihr müsst ja wirklich sehr knapp um die Ecke schießen, nehmt hier eure Primärwaffe her, ihr habt hier unendlich Munition und schießt so lange drauf, bis sie explodieren. Danach springt ihr runter und ihr verteilt euch. Einer bleibt in der Mitte, einer links in der Deckung, einer rechts. Zuerst kümmert ihr euch um die beiden Sniper. Einer ist links, einer rechts. Und sobald diese Sniper down sind, kümmert ihr euch um die kleinen Gegner. Bei den kleinen Gegnern herrschen folgende Prioritäten. Schaltet zuerst diese Legionäre aus, die ohne Schild, denn die werfen viele Granaten. Danach die mit Schild und dann zum Schluss die Minibosse und Champions. Dieser erste Teil ist noch ziemlich gut machbar. Achtet darauf, dass mit der Zeit auf der linken und rechten Seite Hunde kommen, die ihr mit gezielten Fusionsgewehrschüssen am besten Fall Telesto ausschalten könnt. Wenn ihr dann den letzten Gegner, und zwar als einer dieser Schweber, der sonst nichts gemacht hat, zerstört habt, spawnen zwei Panzer, Champions, Minibosses, spawnt einfach alles. Nun teilt euch auf. Zwei Leute auf die eine Seite, wo ich hier zum Beispiel bin, und einer auf die andere Seite hinter diesem Schutz.
Von dort aus kümmert ihr euch wieder um die zwei Sniper, die euch abschießen wollen, und danach wieder in derselben Reihenfolge um die Gegner. Das heißt, ihr kümmert euch zuerst um diese Legionäre, die vor allem gerne Granate werfen und auch ziemlich nahe euch noch rankommen. Hier ist auch ein super Zeitpunkt, um eure Super zu zünden. Und sobald ihr die ersten Ads geschafft habt, kümmert ihr euch zuerst vor allem um die Panzer. Ihr seht, wie hier rechts neben mir diese Panzergeschosse immer wieder einschlagen. Die Panzer haben hier höchste Priorität unserer Meinung nach. Sobald ihr nämlich schon einen Panzer ausgeschaltet habt, wird die Situation um einiges einfacher. Kümmert euch danach um den zweiten Panzer und beachtet immer die Regel, zwei Leute auf die eine Seite, einer auf der anderen Seite. Der Grund dafür ist ganz einfach. Sollte euch ein Fehler passieren oder der Panzer sehr genau schießen und euch treffen, so sterben maximal zwei Leute an dieser Stelle. Wenn ihr alle drei zusammensteht und der Panzer gut schießt, könntet ihr alle drei gleichzeitig sterben und deshalb bietet es sich an, hier einfach sich zu splitten, einer auf die andere Seite, zwei auf die andere. So könnt ihr nämlich im Notfall unter Aktivierung einer Super oder unter geschicktem Laufen euch wiederbeleben. Sobald die Panzer down sind, solltet ihr vorsichtig vorrücken und euch noch um die Barriere-Champions kümmern, die hier in den meisten Fällen noch übrig bleiben. Ab und zu auch der Miniboss, der sich in der Mitte bewegt, aber euch keine allzu großen Schwierigkeiten mehr bereiten sollte. Wir kommen in den dritten Teil dieses Strikes und dieser gleicht schon fast einer Erholung. Wir kämpfen uns über Gänge und Außenbereiche vor in einen Kontrollraum. Achtet dabei einfach darauf, genügend Abstand zu den Gegnern zu halten und verwendet eure Fusionsgewehre. Hier ein wichtiger Tipp, ihr müsst hier ja im Laufe der Mission zwei Kugeln aufheben und in den Computer einsetzen. Achtet unbedingt darauf, dass sobald ihr eine Kugel aufhebt, neue Gegner spawnen. Habt also im Kopf, Kugel aufheben bedeutet Gegner. Stürmt also nicht mit der Kugel ungewollt in die Gegnermassen. Wenn ihr das berücksichtigt, könnt ihr die Kugel einfach aufheben und fallen lassen, die neuen Gegner erledigen und dann im Raum einsetzen. Das gleiche wiederholt ihr dann mit der zweiten Kugel, wo ihr zuerst aus der Distanz die Gegner abschießt, die Kugel aufhebt, neue Gegner erscheinen und dann diese wieder in den Raum einsetzt. Beim Holen der zweiten Kugel ganz wichtig auch, sobald ihr hier den Miniboss erledigt, spawnen hinter euch im Hauptraum sogenannte Gladiatoren, also die Kabal-Nahkämpfer. Achtet darauf, dass euch diese nicht von hinten überraschen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch gerne eine Super jederzeit zünden, um einfach die Ads unter Kontrolle zu bekommen. Bevor ihr dann die zweite Kugel einsetzen könnt, erwarten euch in diesem Raum noch einmal Champions und Gegner. Schaltet diese also zuerst aus, bevor ihr unbedacht mit der Kugel in euren Tod stürzt. Sobald ihr dann die zweite Kugel eingesetzt habt, öffnet sich das Tor vor euch und euch begrüßen zuerst ein paar Hunde und danach ein Barrieren und ein unaufhaltsamer Champion. Hier einfach in der gewohnten Manier aus der Distanz auf die Gegner schießen und ausschalten, sollte alles in allem kein großes Problem mehr sein. Kommen wir also zum vierten und letzten Teil dieses Guides, und zwar zum Bosskampf. Welchen ihr mit dieser Taktik wirklich verlässlich erledigen könnt, für uns war er dann wirklich kein Problem mehr. Zuerst rast ihr vor und geht hier hinten hin unter diesem Podest mit diesem Backofengrill. Ihr aktiviert nun am besten eure Supers, zum Beispiel Blase und Brunnen, und aktiviert danach erst den Bosskampf, weil sich dann eure Super wieder auflädt. Stürmt danach sofort in die Blase rein und ihr seht hier schon diese Feuerkugeln, die der Boss ständig auf euch schießen wird. Eure Aufgabe hier in dieser ersten Phase ist es, den Boss ein Drittel seines Lebens wegzuschnappen. Dieses Drittel macht ihr am besten mit Linearfusionsgewehren oder eben auch den normalen Fusionsgewehren. Telesto hat hier wirklich Wunder geholfen. Sobald dann die Blase vorbei ist, müsst ihr auch nebenher darauf achten, dass ihr diese Feuerkugeln immer wieder runterschießt, die der Gegner auf euch schießt. Hier empfiehlt es sich auch, einfach durch diesen Backofen zu springen. Der tut euch nur weh, wenn ihr irgendwas drin berührt, und auch das könnt ihr überleben und schon seid ihr den Kugeln ausgewichen. Während ihr das erste Drittel vom Boss bearbeitet, werden auch kleine Gegner spawnen. Auf jeder Seite zwei oder drei Legionäre, wo sich eben die Fusionsgewehre super bezahlt machen, weil ihr so die Gegner schnell ausschalten könnt. Achtung! Sobald ihr dann das erste Drittel vom Boss runtergehauen habt, wird dieser immun.
Wenn dieser immun wird, versteckt er sich wieder in seiner orangen Blase und es erscheinen auf jeder Seite jeweils ein unaufhaltsamer Champion. Und seht euch jetzt an, welchen kurzen Prozess wir mit diesem Champion hier mit unseren Telesto und Fusionsgewehren machen. Das ist der Grund, warum ich hier die Fusionsgewehre empfehle. Die Champions kommen hier extrem nah an euch ran und hier sind Fusionsgewehre meiner Meinung nach viel besser wie jede andere Kombi. Während ihr die Champions erledigt und abgelenkt seid, empfehle ich euch hier entweder wieder eine Bubble oder einen Brunnen zu stellen, damit euch die Feuerkugeln, sollten sie euch doch treffen, nicht umbringen. Und jetzt kommt der Geheimtrick zu diesem Strike. Sobald ihr also diese Champion-Phase überstanden habt, schießt ihr gemeinschaftlich zu dritt diese Feuerkugeln vom Himmel. Und das ungefähr 13 bis 15 Mal. Sobald ihr das gemacht habt, und das merkt ihr sofort, hört der Boss nämlich auf, diese Feuerkugeln zu schießen. Und das ist dann euer Zeichen, um sich gemütlich zur Blase zu begeben und wie ganz am Anfang den Gegner abzulenken und immer wieder auf den Generator zu schießen, damit das Schild sich auflöst. Sobald das Schild sich auflöst, spawnen wieder auf jeder Seite 2 bis 3 kleine normale Gegner, hier wieder euer Fusionsgewehr auspacken und schon sind diese weg. In der Zwischenzeit achtet ihr auf die Feuerkugeln, die wieder geschossen werden und hüpft immer wieder in den Backofen hin und her, um diesen praktisch auszuweichen. Danach habt ihr wieder dieselbe Aufgabe wie vorhin, den Boss wieder um ein Drittel seines Lebens zu erleichtern. Nur dieses Mal verfolgt er euch, er bleibt nicht mehr in der Mitte stehen. Das heißt, ihr müsst hier einfach darauf achten, dass wenn der Boss euch zu nahe kommt, dass ihr einfach wieder durch den Backofen auf die andere Seite springt und so wieder den Abstand gewinnt und den Gegner gemütlich schaden könnt. Sobald der Boss dann sein letztes Drittel erreicht, wird er wieder immun und Achtung, nun, sobald er immun wird, springt ihr sofort auf die andere Seite des Raumes, sprich dorthin, wo ihr hergekommen seid. Warum machen wir das? Wir gewinnen so mega viel Abstand zum Boss und seinen Feuerkugeln und es spawnen wieder auf jeder Seite jeweils ein unaufhaltsamer Champion. Diesmal warten wir auf die Champions, das heißt wir konzentrieren uns hier wieder auf die Feuerkugeln und machen nebenbei die 2 Champions, die hier in Ruhe und aller Gemütlichkeit auf uns zuwandern und so keine Gefahr für uns darstellen. Sobald die Champions beide ausgeschaltet sind, wiederholt sich das Spiel, wir schießen wieder für 13 bis 15 Runden die Kugel vom Himmel und sobald der Boss aufhört die Kugeln drunter zu schießen, begeben wir uns wieder hin zu seiner Blase. Bei der Blase angekommen ist es diesmal ein wenig enger, auch hier gilt wieder den Boss abzulenken und dann den Generator zu zerstören. Bei uns hat das ein Titan mit seiner Bubble gut gelöst, er konnte in seiner Bubble bleiben und hat den Boss abgelenkt, während wir mit unseren Waffen auf den Generator geschossen haben. Sobald der Generator dann kaputt ist, spawnen wieder jeweils 3 Gegner auf jeder Seite, also so Legionäre und Phalanx-Diener. Diese erledigt ihr wieder und setzt ihr auch gern all eure Super ein, damit ihr hier ja nicht sterbt. Denn sobald ihr diese Ads erledigt habt, bleibt nur noch der Boss übrig, den ihr mit der gewohnten Taktik, Fusionsgewehre und durch den Backofen laufen, wenn die Kugeln auf euch zukommen, den Rest gebt. Und schon habt ihr diesen Strike mit vollem Erfolg geschafft. Ich hoffe, dass euch der Guide gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht mehr ein Abo zu hinterlassen, damit ihr keine weiteren Destiny 2 Guides verpasst. Und wir sehen uns schon bald wieder. Euer Emanuel.